Hallo, liebe Modellbahnfreunde, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einem neuen Loktest. Heute müssten wir vielleicht besser sagen Maschinentest und ich möchte Sie bei diesen hochsommerlichen Temperaturen in den Winter entführen. Wir testen heute ganz exklusiv für Sie das Spitzenmodell von Rocco, die Beilhack-Schneeschleuder der SBB. So nun, liebe Kollegen, nun nehmt mal den Winter hinter mir weg, mir schon ganz kalt am Rücken. Nach der Ausrangierung der ehemals eingesetzten Rotary-Dampfschleudern sollte der Park der SBB-Schneeschleudern vergrößert werden. Und 1980 führte dies zur Beschaffung zweier selbstfahrender Dieselschneeschleudern der Firma Beilhack aus dem bayerischen Rosenheim. Und seitdem bewährt sich die Bauart am Gotthard. Nach der Ausrangierung der Rotary-Dampfschneeschleudern sollte der Park der SBB-Schneeschleudern vergrößert und erneuert werden. 1980 führte dies zur Beschaffung zweier selbstfahrender Dieselschneeschleudern der Firma Beilhack aus dem bayerischen Rosenheim. Die selbstfahrende XROTM 96 Schneeschleuder ist bei der Schweizerischen Bundesbahn eingestellt. Für schneefreie Fahrt sorgt sie dabei heute auf der imposanten Gotthardstrecke. Aber auch in den skandinavischen Ländern bewährt sich die XROTM. Ihr Zuhause haben die Schneeschleudern in der Remise Göschenen und im Depot Erstfeld. Und nun zum Modell selbst. Die Verpackung ist stabil und sicher mit dem Schuber, die Verpackung in dem typischen Roccoblau. Das Modell selbst ist nochmal in einer sehr entsprechenden Klarsichtschatulle verpackt, sehr sicher sogar, was der Exklusivität des Modells auch entspricht. Die Ausstattung des Fahrzeugs, die Bezeichnung dieser Schneeschleuder ist XROTM, die Bahnverwaltung, die SBB und das Modell Länge über Puffer 149,5 mm. Das Fahrwerk ist in Zinkdruckguss ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Kunststoff. Die angesetzten Griffstangen am Fahrzeug sind aus Metall, auch wie die extern angesetzten Accessoires. Die angesetzten Accessoires sind Hacke und Schaufel. Möchte ich Ihnen mal zeigen. Am hinteren Teil des Fahrzeugs, wenn es nicht mehr weitergeht, ist Hacke und Schaufel angebracht. Und damit das Fahrzeug auch richtig fahren kann, befinden sich die Maschinisten und der Lokführer bereits an Bord. Die eingebauten und angesetzten Scheinwerfer, das ist auch eine Besonderheit, die man selten sieht. Die Scheinwerfer sind in Chromringe gefasst. Die Schleudereinheit vorn sieht man auch sehr schön hier die rotierenden bzw. die dann im Betrieb rotierenden Blätter. Die oberen sind ohne Funktion, was auch hier sehr schön als hervorragend zu sehen ist, dass die Auswürfe manuell verstellt werden können. Je nach Arbeitsrichtung bzw. nach Erfordernissen. Auch sehr schön nachgebildet die Hochgeschwindigkeitsscheibenwischer. Auch sehr schön die Beschriftung des Fahrzeugs exakt und trennscharf und auch dem Vorbild entsprechend.
Der Antrieb erfolgt über ein Schneckenstirnradgetriebe, angetriebene Achse eine. Das Modell hat zwei Hafträder. Die Stromabnahme erfolgt auf den restlichen drei Achsen. Das Fahrzeug hat eine Schnittstelle für Triebfahrzeuge Plax 22 und ist mit Sound ausgestattet. Des Weiteren gibt es ein ganz besonderes Ausstattungsmerkmal. Das Fahrzeug hat nämlich vier Motoren. Einer ist fürs Fahren zuständig, einer dreht den gesamten Aufbau, ein Motor betätigt das Heben und Senken der Arbeitsbühne und ein Motor betätigt die Rotoren. Das Modell besitzt ebenfalls ein starres Fahrwerk und mit diesem starren Fahrwerk kann ein Mindestradius von maximal 360 mm durchfahren werden. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren Testpunkt und das Testen der Höchstgeschwindigkeit sowie der Minimalgeschwindigkeit. Wir fangen wieder an mit der Fahrstufe 10 und sind gespannt, was die geringste Geschwindigkeit des Fahrzeugs ist. Die minimale gemessene Geschwindigkeit ist sehr beachtlich bei einem sehr hervorragenden Gleichlauf der Lokomotive von 2 km/h. In der Fahrstufe 64, in der mittleren Geschwindigkeit, erzielt das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 55 km/h. Und jetzt messen wir in der höchsten Fahrstufe 128 die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs. Und bei den erzielten Geschwindigkeiten, liebe Modellbahnfreunde, gilt auch hier, man kann die exakten Geschwindigkeiten analog des Vorbilds in der CV5 des Decoders anpassen. Ausschalten des Diesels.
So, liebe Modellbahnfreunde, und zum Schluss unseres Tests ist es auch Zeit, etwas Fazit zu ziehen zu diesem Modell. Was uns nicht so gut gefallen hat, war die Befestigung der Maschine in der Verpackung. Und zwar speziell in dieser Klarsichtverpackung. Wir mussten fast rohe Gewalt anwenden, um die hier unten befindliche Rändelschraube, die das Modell hier in dieser Klarsichthülle festhält, zu befreien. Das ist nicht so gut. Hier sollten die Rocco-Leute vielleicht mal hingucken. Es kann Zufall sein, aber wie gesagt, dass man mit einer Zange so eine Rändelmutter öffnen muss, das kann eigentlich, glaube ich, nicht sein. Aber nichtsdestotrotz ist die Schneeschleuder die Innovation des Jahres. Mit seiner unglaublichen Feinmotorik zeigt das Modell, wie weit die Fertigung von Modelleisenbahnen bereits entwickelt ist. Und der passende Sound fährt auch noch mit. Das Spitzenmodell von Rocco spielt in seiner Technik alle Stärken aus. Die Schleudereinheit ist komplett heb- und senkbar. Die gesamte Fahrzeugbrücke kann sich um 180 Grad drehen. Und die Schleuderräder rotieren. Außerdem runden viele digitale, schaltbare Licht- und Soundfunktionen die Maschine perfekt ab. Die Weltneuheit von Rocco ist für Gleich- und Wechselstrom zu bekommen. Mit all seinen technischen Features und äußeren Merkmalen erwerben Sie mit diesem Modell eine haargenaue Wiedergabe der großen XROTM 96.